Herzlich willkommen bei Economic Training bei Stefan Deininger. In diesem Video erkläre ich dir, warum ein Satz pro Übung effektiver ist wie drei Sätze pro Übung. Also bleib dran. Die meisten in den Studios oder auch zu Hause trainieren mit drei Sätzen pro Übung als grober Richtwert. Manche machen vielleicht auch nur zwei, manche machen vier, fünf oder sogar noch mehr. Und ich sage dir jetzt, warum ein Satz pro Übung dir mehr bringt wie drei Sätze oder mehr. Erstmal, wenn du nur einen einzigen Satz machst, du bist viel motivierter, du gehst mit einer Euphorie an den Satz ran, weil du weißt, es gibt nur diesen einen Satz und nicht mehr. Du bist gewollt, alles zu geben. Du bist hoch motiviert. Und Motivation ist ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor, um im Training weiterzukommen. Der zweite Vorteil, dadurch, dass du nicht mehrere Sätze machst, dadurch, dass das gesamte Training auch komprimierter ist, bist du in diesem Satz perfekt konzentriert. In der Praxis sieht das Ganze folgendermaßen aus. Man stellt seine Trainingsgewichte an der jeweiligen Übung ein, wo man innerhalb von 50 bis 100 Sekunden bis zum konzentrischen Versagen kommt und arbeitet hochmotiviert und hochkonzentriert mit den sogenannten Slow Reps, mit den sehr langsamen Wiederholungen von der ersten bis zur allerletzten Wiederholung. Das erfordert natürlich wirklich eine enorme Konzentration, vor allem diese langsame Bewegungsgeschwindigkeit beizubehalten, bei korrekter Ausführung und eben auch an seine Grenzen zu gehen. Der Muskel reagiert nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Deswegen ist es notwendig, eine sehr hohe Intensität zu erreichen und wirklich bis zum geht nicht mehr zu gehen. Dann ist man praktisch mit dem Satz fertig. Wenn man aber noch nicht genug hat, dann kann man, und es gilt vor allem für fortgeschrittene Profis, soll man sogar mit Intensitätstechniken wie Pausen oder Reduktionssätze weitermachen. Heißt kurz ablegen, 10 Sekunden, 20 Sekunden Pause. Und dann macht man nochmal eine saubere Wiederholung mit vollster Konzentration. Nochmal kurz halten und ablegen. Und das Ganze kann man natürlich nochmal machen, je nach Regeneration und je nach Gefühl. Also nochmal 10 bis 20 Sekunden Pause und eben nochmal an seine Grenzen gehen. Nicht schneller werden, die Langsamkeit unbedingt beibehalten. Und bei der letzten Wiederholung kann man noch versuchen, einige Sekunden das Gewicht zu halten. Mit dieser Methode benötigt man maximal 3 Minuten pro Übung. Ganz klar muss man sagen, dass man sich mit einem Satz besser konzentrieren kann, wenn man 2, 3 oder mehr Sätze pro Übung macht. Und auch Konzentration ist, egal wo, ein wichtiger Erfolgsfaktor. Kommen wir zum dritten Punkt, die Intensität. Wenn du weißt, du machst nur einen Satz pro Übung, du bist konzentrierter, du bist motivierter und automatisch erreichst du dadurch eine höhere Intensität, weil du dich nicht schonen musst. Du gehst in diesem einen Satz bis an deine Grenzen, optional mit Intensitätstechniken darüber hinaus und du wirst eine viel, viel höhere Intensität erreichen, wie es mit 2, 3 oder mehreren Sätzen erreichbar ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mehrzahl der Fitnesstrainierenden mit diesem Einsatztraining optional mit den Intensitätstechniken bessere Ergebnisse erzielen würden. Und die meisten machen einfach einen Satz mit 80-90%iger Intensität, teilweise sogar weniger. Und dann machen sie, weiß Gott, wie lange eine Pause auf dem Gerät und machen dann den nächsten Satz. Oft kommt dann noch ein dritter oder vierter Satz dazu.
Und diese Vorgehensweise führt eben bei den meisten wirklich zu gar keinen Ergebnissen. Also vielleicht die ersten 3, 4 Monate und dann passiert nichts mehr. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier ganz klar in der Intensität. Trainiere weniger, trainiere harter und die Ergebnisse werden kommen. Ich empfehle, das Ganze auszutesten, so wie ich es hier beschreibe. Einen Satz mit langsamer Ausführung, gehe an deine Grenzen und arbeite optional mit diesen Intensitätstechniken. Und du wirst selber erleben und sehen, wie die Ergebnisse sind. Ausprobieren und ich freue mich jetzt schon über dein Feedback. Dann kommen wir zum nächsten Faktor. Du hast natürlich auch eine enorme Zeitersparnis, wenn du nur einen Satz machst, optional mit Intensitätstechniken. Wenn du jetzt mehrere Sätze mit Pausen zwischen den Übungen machst, da wirst du natürlich viel, viel schneller fertig sein. Du brauchst vielleicht für eine Übung 3 Minuten, höchstens 4 Minuten und dann gehst du zu einer anderen Übung. Also du wirst insgesamt sehr viel Zeit ersparen und dadurch hat man natürlich auch eine bessere Gewährleistung, langfristig ein Krafttraining durchzuziehen. Deswegen empfehle ich dir, nach dem von mir empfohlenen Economic Training vorzugehen. Da sparst du Zeit, du wirst maximale Fortschritte erzielen, was Figur anbelangt, was Muskelaufbau anbelangt. Und obendrein ist das gesamte Training noch sehr gesundheitsorientiert. Deswegen Economic Training. Dankeschön fürs Zuschauen und ich sage bis zum nächsten Mal.